Ja, ganz herzlich willkommen, Frau Nicolussi. Hallo, Wir haben Frau heute vor, ein Interview zu führen, beziehungsweise einen kleinen Podcast einzusprechen über das Thema Schlaf im Yoga oder wie beeinflusst Yoga unseren Schlaf, unsere Schlafhygiene. Wir sind vom Zentrum für Naturheilkunde, eine Heilpraktikerschule im Herzen von München, direkt am Hauptbahnhof. Und mein Name ist Andrea Renner, ich bin die Fachbereichsleitung vom Fachbereich Psychologie und Psychotherapie. Dann würde ich jetzt mal das Wort an Sie abgeben, Frau Nicolussi. Vielleicht stellen Sie sich mal vor, was machen Sie so, wo kommen Sie her und wie sind Sie zum Thema Schlaf mit Beeinflussung mit Yoga gekommen? Ja, hallo Frau Renner, ich bedanke mich für die Einladung. Freue mich, dass ich mich hier kurz vorstellen darf. Also mein Name ist Nina Nicolussi, ich bin 53 Jahre alt. Momentan wohne ich in Stuttgart und ich bin Ende der 90er das erste Mal mit Yoga in Kontakt gekommen. Ich hatte Rückenschmerzen. Die Rückenschmerzen sind dann relativ schnell gegangen, aber irgendwie ist das Yoga dann doch geblieben. Mir ging es einfach danach. Ich habe mich danach einfach immer gut gefühlt. Es hat auch meinem Umfeld gut gefallen. Und ja, so blieb ich dann dabei und habe dann 2004 mit meiner ersten Yogalehrerausbildung begonnen. Das war eigentlich der Startschuss für alles, was dann angeknüpft hat. Ich habe diverse Ausbildungen und auch Weiterbildungen gemacht in dem Bereich. Und die therapeutischen Wirkungen des Yoga haben mich dann relativ schnell interessiert. So habe ich dann auch 2013 meine Heilpraktika-Ausbildung gemacht, damit ich auch Therapeutin sein darf. Und das war so die Initialzündung auch für die therapeutische Yoga-Arbeit. Ich habe dann noch eine vierjährige Yoga-Therapie-Ausbildung gemacht. Inzwischen bin ich auch spirituelle Beraterin und vegetarische Ernährungsberaterin. Aber der Yoga ist einfach mein Herzstück. Das ist das, womit ich einfach den ganzen lieben langen Tag beschäftigt bin, für mich selber und auch für andere Menschen. Und ja, und zum Thema Schlaf. Ich bin dazu gekommen, weil ich selber als Jugendliche eigentlich schlecht einschlafen konnte. Ich habe immer viele Stunden gebraucht, bis der Schlaf dann zu mir kam. Und auch wenn ich unterwegs bin, also ich kann eigentlich nur zu Hause gut schlafen. Und natürlich habe ich mir dann irgendwann mal gedacht, ja, du als Yogalehrerin müsstest doch eigentlich dir zu helfen wissen. Und habe dann angefangen, so ein bisschen rumzuexperimentieren. Und auch nachts, wenn ich mal nicht schlafen konnte, habe ich einfach geschaut, wie gehe ich damit um, was macht das jetzt mit mir und so weiter und so fort. Und irgendwann mal habe ich das dann angefangen auszubauen, habe so ein Konzept dazu entwickelt und der Kurs war sehr erfolgreich. Die Teilnehmenden haben alle eine Schlafverbesserung auch gehabt. Und so kam das dann, dass ich das jetzt so ein bisschen ausgebaut habe und auch breiter anbieten möchte. Denn 40% der deutschen Bevölkerung leidet an Schlafbeschwerden und das ist eine ganze Menge. Ja, Ja. was? Ja. Genau, Ja, also ansonsten. genau, wenn der Schlaf sozusagen so schlecht ist, ne, ist ja bei sehr vielen so, wenn es 40% sind, ne, ist es also der Bevölkerung, das zieht ja auch diverse andere psychische Störungen oder auch Konzentrationsstörungen, wenn man mal nur von den leichteren Ausprägungen ausgeht, ne, nach sich. Also das heißt, für was ist denn der gute Schlaf so wichtig? Ja, wie Sie es gerade gesagt haben, wenn man mal nicht gut schläft, dann merkt man das gleich am nächsten Tag. Also man ist schlecht gelaunt, man ist nicht so konzentriert, man wird ungeduldig und ja, der Tag ist einfach nicht so gut. Wenn sich die Nächte dann häufen, in denen man schlecht schläft, hat es auf Dauer wirklich gesundheitliche Folgen. Also Konzentrationsstörungen wären da noch die kleinsten Folgen. Also auf Dauer ist schlechter Schlaf wirklich ungesund. Also auch Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, Adipositas oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen natürlich. Depressionen, sogar Alzheimer wird damit in Verbindung gebracht und Demenz wird mit schlechtem Schlaf in Verbindung gebracht. Also auch das Immunsystem, das Nervensystem, das ist alles in Mitleidenschaft gezogen, wenn die Regeneration des Nachtschlafes fehlt einfach. Also Schlaf ist einfach deswegen so wichtig. Es gehört einfach zu den drei tragenden Quellen der Kraft, könnte man sagen. Also Schlafentzug war damals sogar früher mal eine Foltermethode. Man kann ganz gut auskommen ohne Essen.
eine Weile ohne Trinken, ohne Atem wird es schon knapp, aber auch ohne Schlaf ist irgendwann mal Ja. Ende. Also Schlaf ist einfach wirklich essentiell für die Gesundheit in vielen, vielen Bereichen einfach. Das Psychisch heißt, gut. die drei Säulen, ja, die drei Säulen sind dann Schlaf, Ernährung und Und Atmung. Atem. Genau, ja. Pranayama, genau. Brauchen wir alle. Die Liebe natürlich auch, aber das sind jetzt so wirklich die tragenden Säulen in Ja. unserem Leben einfach, ne? Okay. Ja, und wie kann jetzt Yoga, wie beeinflusst Yoga speziell den Schlaf? Ich habe natürlich Also, eine Idee, weil das ja entspannend wirkt, aber genau, Sie kennen sich da viel besser aus. Genau. genau, ganz generell kann man sagen, dass Yoga einfach entspannend wirkt und ausgleichend auf das ganze System, auf allen Ebenen letzten Endes. Und ja, wenn wir uns bewegen, damit geht es schon mal los. Also moderate Bewegung ist einfach schon mal ganz wichtig, damit wir abends schön müde und entspannt ins Bett gehen können. Aber die Bewegung ist natürlich nur ein Aspekt. Yoga wirkt ganz ganzheitlich. Und wenn ich von Yoga spreche, meine ich auch gar nicht nur die Yoga-Asanas, sondern wirklich Yoga als ganzes System. Yoga ist einfach auch eine Lebenshaltung. Und die Asanas sind ein Teil davon. Das ist natürlich das, was wir auch im Kurs praktizieren werden. Aber natürlich der Atem. Wir werden auch Atemtechniken üben, die man auch gut in den Alltag integrieren kann, sodass man einfach auch immer wieder so eine Kleinigkeit zur Hand hat, wenn man mal irgendwie merkt, so jetzt habe ich so einen Moment, das Nervensystem kommt so ein bisschen in Tilt, den Atem haben wir immer dabei und Atem ist einfach eine ganz tolle Sache, um unmittelbar einzugreifen und zu regulieren. Dann haben wir natürlich im Yoga ganz tolle Entspannungstechniken, wie zum Beispiel Yoga Nidra, einfach schon das angeleitete Shavasana am Ende jeder Stunde, also diese Tiefenentspannung. Wir werden die 61-Punkte-Entspannung üben zum Beispiel. Da wandern wir auch in Gedanken durch den Körper. Also es gibt ganz verschiedene Methoden, mit Entspannungstechniken zu arbeiten. Das kann man auch schlafend, also nicht schlafend, aber liegend im Bett tun, wenn man mal nicht schlafen kann. Dann haben wir natürlich die Meditation. Das werden wir wahrscheinlich nur so ein bisschen, also die Einsteiger-Meditationstechniken nenne ich es jetzt mal. Also wir werden nicht ausgiebig meditieren, aber Meditation ist sicher auch ein Thema, das wir aufgreifen werden. Einfach weil die Meditation die Gedanken beruhigt, weil wir einfach in eine andere Aufmerksamkeit kommen, in Achtsamkeit und auch spüren, lernen, wenn uns im Alltag irgendwas zu viel wird. Weil letzten Endes ist es so, dass der schlechte Schlaf, der kommt ja nicht in der Nacht. Der schlechte Schlaf ist die Summe des Tages letzten Endes. Also müssen wir einfach im Alltag ein bisschen genauer hinschauen. Und das wird auch ein großer Aspekt sein dieses Kurses. Also nicht nur die Übung auf der Matte, sondern wirklich auch, wie kann ich meinen Alltag anpassen, dass ich abends dann besser einschlafen kann oder auch wieder durchschlafen kann. All diese Dinge. Es gibt Möglichkeiten für Rituale. Es gibt Möglichkeiten, Stress abzubauen durch alles Mögliche. Und Yoga ist natürlich prädestiniert, um Stress abzubauen. Und also nochmal kurz vorweg, in dem Kurs geht es jetzt nicht um Erkrankungen wie Schilddrüse oder Bluthochdruck, sondern es geht wirklich darum, was ist in meinem Alltag falsch gelaufen, dass ich nachts nicht gut schlafen kann. Das ist im Prinzip so, worum es hier in diesen Stunden, in diesen Einheiten dann auch geht. Also einerseits die Informationen über welche Schlafstörungen gibt es überhaupt? Was können die für Ursachen haben? Welche Rituale gibt es? Wie erkenne ich Störquellen? Und wie kann ich mich auch am Abend schon ein bisschen vorbereiten, um in diese Müdigkeit überhaupt hineinzukommen, um den Körper erlauben, dass er überhaupt merkt, dass er jetzt müde werden darf? Das ist so die Stopp. Voraussetzung, um überhaupt schlafen zu können. Und all das ist praktisch Inhalt dann dieses Kurses. Ich glaube, das haben viele das Problem, dass sie gar nicht mehr merken, wenn sie müde sind, weil man wie so eine Maschine vor sich hinläuft, ne? Oft. Also ich glaube, das ist bei vielen Menschen so. Ich habe selber auch schon mal eine Zeit gehabt, da habe ich auch so eine Erfahrung gemacht, dass ich gar nicht mehr gemerkt habe, dass ich eigentlich total müde bin und dann aber auch nicht schlafen konnte, obwohl ich total müde war. Also dieses Thema, ne? Genau. Ja. Und ist das dann nur ein Selbsterfahrungskurs oder was können jetzt zum Beispiel angehende psychologische Psychotherapeuten oder auch Psychologen oder psychologische Psychotherapeuten, ne, mit dem Kurs
anfangen. Genau, kann man da was in die Praxis übersetzen? Also, ja. Also ich würde fast sagen, der Kurs ist ideal, um alles in die Praxis zu übernehmen. Das ist ein Kurs, der direkt Abhilfe schaffen kann im Alltag. Ich würde gar nicht sagen, also wissenschaftliche Studien oder psychologische Fachleute. Also es gibt schon auch theoretisches Input, gerade so am Anfang der Stunde. Ich kann ja kurz mal sagen, wie der Kurs so aufgebaut ist. So die ersten 5 bis 10 Minuten werde ich jeden Kurstermin was erzählen zu den verschiedenen Schwerpunktthemen. Also eben, welche Schlafstörungen gibt es überhaupt, welche Ursachen und so weiter. An einem anderen Tag sind dann die Rituale dran. Also Dinge, ganz praktische Ideen, die man wirklich unmittelbar übernehmen kann. Also gar nichts Wissenschaftliches, man braucht nicht mal Notizen. Also theoretisch ist alles das, was man braucht, das merkt man sich dann auch, das bleibt dann auch hängen, denke ich. Und die Praxis auf der Matte ist natürlich ein tragender Teil, um direkt in den Körper zu gehen. Letzten Endes ist es die regelmäßige Praxis, die einfach wichtig ist, um wirklich den Schalter so ein bisschen umzulegen. Man kann sich einen guten Schlaf auch gut denken, aber in dem Kurs erzähle ich eigentlich viel mehr so ein bisschen breit gefächert über den Schlaf im theoretischen Teil und dann eben, wie man aus Sicht des Yoga mit allen Aspekten des Yoga damit umgehen kann, um zu verbessern oder vor allen Dingen auch zu erkennen. Also, es ist doch eher ein Kurs für die Praxis, würde ich sagen, aber auch natürlich für Therapeuten, für Dozenten, für Lehrer, die das dann weitergeben möchten an ihre Schüler oder auch an ihre Patienten. Also das auf jeden Fall. Ich habe den Kurs schon ein paar Mal abgehalten. Die Teilnehmenden werden auch aufgefordert, ihren Schlaf einzuordnen zum Kursbeginn. Und natürlich am Ende dann auch. Und alle Teilnehmenden haben wirklich signifikante Verbesserungen in ihrer Schlafqualität nach 10 Wochen feststellen können. Also schon früher, aber der Kurs ging 10 Wochen. Und das hat ganz gut geklappt. Aber es ist schon die Praxis, also nur vom Zuhören wird sich der Schlaf jetzt nicht verbessern. Also man muss schon mitüben. Große Kenntnisse im Yoga sind nicht erforderlich. Es ist einfach die Bereitschaft, das auch in den Tag mit rüberzunehmen. Also wenn wir uns einmal die Woche treffen, wäre es schon gut, wenn man 2, 3 Mal in der Woche für sich selber was integriert. Da gibt es natürlich schon genug auch an die Hand, entweder an praktischen Übungen, zum Beispiel mit dem Atem. Wir werden auch mit Mudras arbeiten, zum Beispiel Mudras, das sind Gesten, also Finger-Yoga. Da gibt es auch Möglichkeiten, sich direkt ein bisschen zu beruhigen. Oder zum Beispiel, wir können ja auch gleich mal kurz eine Atemübung machen. Ja, also Gerne, sehr gerne. atmen. Ja, machen Sie gleich mit, Frau Renner. Genau, also atme jetzt so hupweise durch die Nase 2 Mal ein, so als würde ich schnüffeln, als hätte ich. Und dann durch den Mund ganz lang und vollständig aus. Man kann auch ein Geräusch machen dabei. Das kann man so schnell oder so langsam machen, wie einem das gut tut. Bei dem Kurs ist jeder aufgefordert, so das eigene Maß zu finden, das eigene Tempo. Meistens ist alles ein bisschen zu schnell. Wir werden das Verlangsamen üben. Das ist oft eine große Herausforderung. Für mich auch. Aber ja, einfach. Ja, natürlich. Das Leben ist heutzutage schon sehr schnelllebig und wir sind immer so ein bisschen on the go. Aber sich das einfach mal so ein bisschen vergegenwärtigen und für sich selber mal hinschauen und einfach ein bisschen die Antennen raus und überlegen, wo könnte es jetzt denn bei mir eigentlich mal haken? Was könnte hier verborgen sein? Warum schlafe ich jeden Abend so schlecht? Oder warum werde ich wach immer zur gleichen Uhrzeit? Oder, naja, oder auch, wie gehe ich damit um, wenn ich mal nicht schlafen kann? Das ist ja noch kein Beinbruch. Man kann ja trotzdem weiterleben, wenn man mal eine Nacht nicht geschlafen hat. Aber eben cool bleiben. Und da haben wir einfach im Yoga eine ganze Menge Hilfsmittel, sage ich jetzt mal. Ja, sehr schön. Ja, ich würde sagen, da haben wir viel erfahren über den Schlaf, beziehungsweise wie auch das Yoga auf den Schlaf oder die Yoga-Philosophie ist es ja. Es sind ja nicht nur die Asanas, sondern eben auch die Atemtechniken, Mudras und sowas, die eben auf den Schlaf dann auch Wirkung haben, auch auf unser, sage ich mal, vegetatives Nervensystem natürlich, ne? So diese direkte Beeinflussung. Genau.
Und ja, ich sage vielen Dank, Frau Nicolussi. Das war sehr schön. Und Sehr gerne. ja, ich hoffe natürlich, dass wir einen schönen Kurs miteinander abhalten können. Genau, hier bei uns, Das würde mich beziehungsweise freuen. an der Schule. Genau. Und vielleicht noch eine kleine Geschichte zum Yoga und zum Schlaf von mir, die ich selber erlebt habe. Ich habe so einen Workshop gemacht, da ging es um Atmen. Also es war aus dem ganz normalen Hatha-Yoga, also Pranayama einfach, Atmung, verschiedene Techniken. Es war nur ein verlängertes Wochenende. Und ich habe so fest geschlafen und auch weiter danach, so ich schlafe jetzt noch, das war vor 2 Monaten, so tief und fest und ich träume vor allem richtig viel. Also das heißt, da passiert richtig was und es sieht einem jeder an. Also ich bin von ganz vielen Menschen angesprochen worden, wie sich die Ausstrahlung nach so einem Kurs verändert hat, ne? Wie meine Ausstrahlung sich verändert hat. Also ich Toll. habe sehr großen Respekt vor dieser Arbeit. Genau. The Power of Yoga. Aber tun muss man es am Ende selbst. Das ist der Haken Nee. beim Yoga. Richtig, genau. Ja, so ist es. Genau. Ja gut, Ja, dann sage vielen ich Dank. herzlichen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank.